Das hier ist Torri Superior im Morgensonnenschein. Ist kurz, ja, da um die 9 herum. Und da kommt die Sonne dann schon richtig rum. Also es ist auch wieder ganz klar. Schon krass, wie es hier wechselt von Gewitter, ganz stark im Regen und dann wieder ganz klar. Es ist ein altes Steingebäude. Wir haben das wunderschön wieder hergerichtet, innen alles wieder aufgebaut, eingestürzte Dächer. Sehr schön gemacht mit Terrassen, kann man raussitzen. Gut, jetzt ist es ja kühl im November, aber in der Sonne geht's. Das ist das, wo man essen kann. Also auch überdacht. Ja, man sieht schon, es geht Richtung Alpen. Aber hier sind es 80 Meter auf Höchstniveau. Also ziemlich an der Côte d'Azur. Und doch Landesinnere, also am Fuß den Alpen, wenn es losgeht. Also ich bin jetzt von Niese hierher, kann ich mit dem Zug rüberfahren. Ja, und dann kommt man hier in Ventimiglia raus und fährt dann mit dem Bus nach Torri. Hier benutzen sie die Blüten. Und dann kommt man hier in das Tal, ja, und der führt dann hier hoch. Nochmal eine halbe Stunde. Und dann geht man noch zu Fuß hier hoch. Dann, da kann man den Busfahrer fragen. Torre Superior. Oh, Torre. Also wir sagen ja Torri, weil es mit I geschrieben ist. Die Einheimische, das erste Wort, wo ich gelernt habe, wenn man hier ankommen will. Die sagen hier Torre. Ja, und das Tal geht dann hier hoch. Da kann man hochlaufen. Da sind wir zu den Olivenbäumen gegangen. Ja, im November. Also es ist frisch, aber wie gesagt, die Sonne heizt ganz schön. Ja, hier sieht man die Aussicht. So ein bisschen. Das ist so eine kleine Bibliothek. Auch international. Italienisch ist hier viel. Aber auch Deutsches. Weil hier ein paar Deutsche sind. Ist auch das WLAN mit Schreibtischen, also man kann am Laptop hier sitzen. Es soll ja auch WLAN-freie Zone sein im Essensraum. Das ist der Terrassenbereich. Da kann man schön sitzen. Gerade sind wenig da, ist gerade niedrige Saison. Also normal können bis zu 70 Leute, glaube ich, sind hier. Viele Helfer und so. Gerade sind wir vielleicht insgesamt 20 oder so. Ich glaube 30. Also ist sehr ruhig hier. Durch die Regenfälle hört man jetzt ein bisschen mehr den Bach. Aber auch im Zimmer ist sehr ruhig. Von der Terrasse geht es hier nun rein, ist ein Essensbereich. Gerade in der Hochsaison, wenn es viele Leute hat, müssen die alle irgendwo essen. Sieht man auch den Aufbau. Ja, und hier ist ein weiterer Raum, auch mit Infos. Eine weitere Terrasse. Das ist mein Raum hier, wo ich schlafe. Hier sind alles hohe Zimmer, also jetzt hier, wo ich bin. Ja, sehr schön, ziemlich einfach, aber wie im Hotel halt. Oder, ja, also hier hat man alles, im Gegensatz zu anderen Ökodörfern. Ja, mein Zeug, Technik halt, was ich ja brauche, um die Videos zu machen. Im hohen Fenster kann man auch komplett öffnen. Mein Koffer. Hier noch ein Schränkchen, kann man Sachen reintun. Schaffklamotten, also fürs Arbeiten. Und Handtücher kriegt man hier auch. Ich
brauche jetzt gar nicht meins benutzen. Alles da. Und sehr hoch, also man, selbst wenn es jetzt kalt ist und man das Fenster zu hat bei Nacht und die Tür zu, also es riecht nicht irgendwie komisch, weil die, ja, der Dampf von der Nacht geht nach oben. Sehr angenehm. Hier kommt dann direkt das Bad. Ein riesen Waschbecken, da kann ich auch Handwäsche machen. Also mal fragen, die haben hier neue Wäschmaschinen. Ja, Dusche. Das ist jetzt eine unten. Und hier gibt es noch eine oben. Also das kann man dann da oben einhängen. Meine Badsachen. Oder ja, die von anderen, das ist ein Gemeinschaftsbad. Ja, und Spültoiletten, hier gibt es noch ein Bidett, heißen die, glaube ich. Ja, Waschbecken, alles da. Hier ist noch ein Klo. Ja, das ist ja alles in dem Steinzeug gemauert. Und jetzt ziehe ich um in ein anderes Zimmer. Die Familie ist gegangen. Das ist mein neues Zimmer, will ich jetzt vom Mithelfen, mache jetzt meine Videos, also ich muss jetzt nicht mehr mithelfen, zahle aber dann. Aber das sage ich dann im Finanzvideo, wie viel alles kostet und so. Also je nachdem, die sind da recht flexibel, manche haben ja ihre festen Sachen. Die haben sogar hier internes Klo und Dusche, das ist ja nice. Ciao. Also für mich ist das schon Luxus, mit Schutz für Kinder. Wie gesagt, da war eine Familie drin. Ja, jetzt habe ich also ein Zimmer mit noch mehr Aussicht. Das hier ist der Eingang. Hier geht's hoch. Ja, und man sieht schon, das Haus ist so richtig, ja, gewölbig mäßig. Also alles, ja, Stein gemauert, natürlich mit Beton heutzutage unterstützt. Und ja, verwinkelt, typisch kleinitalienisch, so wie in Gassen. Und überall Eingänge dann, verschiedene Räume. Oben sind dann die Wohnungen, Zwischenräume, Gänge, wo auch das Wasser dann abfließen kann. Also sehr, sehr schön. Und natürlich halt, ja, relativ müssen der Steine am Hügel halt. Deshalb ist natürlich innerhalb dem ganzen Haus auch, geht's hoch und runter. Also man sollte hier Treppen laufen können, auf jeden Fall. Ja, verschiedene Ebenen. Und immer mit so Überhängen oder, ja, wie sagt man so, Brücken. Auch mit Dachrinnenlösungen, dass es nicht so laut ist oder dass das an die Steine geht. Mit einem Schuh. Und der Storage-Bereich, also die Aufbewahrung der haltbaren Sachen für die Küche. Eingangsbereich. Ja, hier kommt man von unten hoch. Das war jetzt von unten hoch und dann nach hinten. Hier geht es in das Zimmer rein, wo ich war, oder in das Hausbereichsteil. Dann geht es hintere, da geht es zum Esel, falls ihr das Video schon gesehen habt. Ja, und das ist noch, da haben sie gearbeitet, also es wird einmal auch verändert und renoviert. Das war ja eine richtige Ruine und die haben alles so schön hergerichtet in den Jahren. Und da wird jetzt eine Wand, glaube ich, rausgerissen, da haben sie ja, weggemacht. Das ist der Veranstaltungsraum. Da waren die da und haben African Dance gemacht. So Franzosen. Große Gruppe. Ja, sehr schön hier. Hier kann man alles Mögliche machen. Das kann man hier auch buchen. Mit Beleuchtung, Holzboden. Super. Die haben auch eine Schulklasse mal eingeladen. Gerade wo es so stark geregnet hat, waren die dann in dem Raum. Auch mit Beamer. Und dann werden halt nachhaltige Sachen vorgestellt und ja, ein bisschen Alternativen gezeigt, Gemeinschaft, den Schülern. Aber da gibt es auch ein extra Schulvideo, was die da dann gemacht haben. Bis dann, ciao, ciao.